Er hat bis jetzt 7 Profikämpfe bestritten, davon 4 gewonnen, davon 2 durch K.O. Hier ist El Tren Ishakan Ahmadi. Geht's los. Da ist er. Ahmadi. In der Blonde. Meine Damen und Herren, Ishakan Ahmadi. Aus Afghanistan. Bestritten, alle 4 gewonnen, alle 4 durch K.O. Er nennt sich the one and only Rory. Hier ist Ahmed Shinze. Grande Finale, meine Damen und Herren. Hauptkampf, WBL International Title. Bin mit 2016 selbst im Ring gestanden, damals der Fight des Abends in der Bundesliga. Einige Jahre her, aber damals auch schon ein starker Gegner, Ahmed Shimshik. Ist ehemaliger Kickboxer, dann ins olympische Boxen, wo wir dann aufeinander getroffen sind. Staatsmeister im Leichtgewicht, genauso wie ich. Und jetzt nicht nur MMA-Kämpfer, sondern auch Profiboxer. Jetzt bin ich gespannt, was Ahmadi ihm wirklich entgegensetzen kann, aus welchem Holz er geschnitzt ist und was uns 10 Runden lang erwartet. Oder ob es überhaupt auf die volle Distanz geht, das werden wir jetzt gleich herausfinden und sehen. Let's go, erste Runde. Schön am Bewegen, Ahmed.
Meiret schön fintiert. Schöne Führung im Ziel jetzt. Körper. Wieder der Körper. Abtasten, leichtes Abtasten. Führen und schlagen im Ziel vor Ahmadi. Gut gemacht. Wieder die Führung im Ziel. Gut geblockt von Ahmed. Stehen am Seil. Oder auch in die Ecke. Schneidet ihm gut den Weg ab. Jetzt muss er nur arbeiten, wenn er ihn schon in die Ecke hat. Nicht wieder rauslassen. Schneidet hier gut den Weg ab, verkürzt die Distanz, geht nach. Dann kommt die Aktion. Ja, schöne Uppercut und danach die gerade. Linke im Ziel. Fünf Sekunden noch, dann ist es schon vorbei in der ersten Runde. Relativ ausgeglichen. Was? Wer ist am Klo? Zweite Runde. Um den internationalen Titel der WBL. Ahmed sehr beweglich, sieht man. Ja, jetzt aber Ahmadi gut im Ziel mit zwei Händen. Ahmed keine Reaktion, aber die waren im Ziel. Auf dem Punktezettel vermerkt. Jetzt führen die im Ziel von Ahmed. Probiert hier die Schlaghand, den Schlaghandhaken weit drüber zu ziehen mit etwas. Auf etwas längerer Distanz, aber war jetzt nicht so ganz im Ziel. Jetzt die gerade rechte im Ziel, aber auch von Ahmadi im Ziel. Jetzt zur Leber. Ahmed schlägt dazwischen. Ja, schön gekontert jetzt. Kurz abgewartet und dann explosiv dagegen. Ja, gut ausgewichen. Auch teilweise unorthodoxer Boxstil, den Ahmed hat, muss man wirklich sagen. Ganz eigen.
Ja, jetzt wieder die gerade MC zweimal. Schulter. Ja, wunderschön. Linke gerade im Ziel. Da war das Kinn einmal weit hinten. Wieder mit dem Uppercut drehen, ausgewichen. Schöner Haken. Ja, versucht ihm hier die letzte Hand zu haben, Schimschek. Zweite Runde vorbei. Also die Runde definitiv für Ahmed. Klare Runde meiner Meinung nach, also keine 10 zu 8, aber definitiv ein klares 10 zu 9. Erste Runde ausgeglichen, kann man theoretisch beide geben, haben beide gelandet. Eventuell noch der Ring mit dabei Ahmed. Aber die zweite war klar Ahmeds Runde. Dritte Runde, weiter geht's. Wieder gewischt und dann geht's weiter. Dritte Runde. Ja, schöne Schlagserie und dann auch noch die Gerade zum Schluss im Ziel. Gut abgesichert dann am Ende noch den Schlag. Ja, jetzt wieder beide treffen. Jetzt wieder auch Mali mit der Schlaghand gerade im Ziel. Ahmed schüttelt sich aus kurz. Schöne Gerade von Ahmadi. Offener Schlagabtausch jetzt. Sie schenken sich nichts. Wieder im Ziel Ahmadi. Jetzt muss Ahmed nachsetzen. Schöner Haken im Ziel von Ahmed. Gut getimt. Im richtigen Moment, wo er reingeht. Zack. Ja. Ja, wieder Ahmad im Ziel, aber beide treffen wieder. Jetzt wieder Ahmadi im Ziel.
Ahmed Zeit wäre zu offen, muss man sagen. Oder er springt nicht Zeit raus und sichert nicht ab. Jetzt harter Powerpunch-Versuch von Ahmed mit dem rechten Haken. Nicht im Ziel, aber. Starker Haken getroffen jetzt. Und danach die Führhand. Vierte Runde kommt. So, vierte Runde. WBL International Titel. Weiter geht's. Time. Oh, jetzt beide im Ziel wieder. Ahmed muss reagieren. Zu viele Treffer jetzt eingesteckt. Oh, Ahmed am Boden. Starke Rechte bekommen von Ahmadi. Starke Rechte. Er steht wieder auf. Hier er gespürt. Weiter geht's. Eine Minute noch. Kann er das wegstecken? Er muss wahrscheinlich klammern. Kann er das wegstecken? Das ist die Frage. Wieder zweimal im Ziel. Als Champion sollte man sowas wegstecken können. Da schreit er ein. 30 Sekunden auf der Uhr. Dann hat er eine Minute zum Regenerieren. Ihr unglücklicher Treffer, den er bekommen hat. Darf nicht so offen sein. Das ist zu risikoreich, was er macht. 6 Sekunden auf der Uhr. Mir nicht gedacht, dass Ahmed heute einen Niederschlag kassiert, aber weggesteckt.
deswegen immer aufmerksam sein. Jetzt wurde auch Mario angezählt. Den Hintergrund habe ich nicht verstanden. Wieder harter Treffer von Ahmadi. Ahmed muss jetzt wirklich aufpassen. Nicht, dass er wieder angeschlagen ist. Wechselt es in die Rechtsauslage, sehe ich gerade. Schöner Treffer. Gerade im Ziel. Schlagart im Ziel. Wieder Schlagart im Ziel. Wunderschön. Wunderschön. Und nachsetzen jetzt. Nachsetzen, nachsetzen. Er rennt weg. Die Halle bebt. Kampf ist wieder freigegeben. Kein Anzählen. Wieder hart getroffen. Muss jetzt nachsetzen, er muss ihn einmal runterschlagen, dann ist immer wieder auf gleich. Wieder schöner Treffer, wieder zum Körper, wieder, er dreht sich wieder weg. Gibt den Kampf wieder frei, es gibt keinen Standing 8 Count, das heißt es kann im Stehen nicht gezählt werden. Ausschließlich im Sitzen oder sobald die Knie am Boden sind. Weiter geht's. 30 Sekunden in der Runde 5. Ahmadi stark angeschlagen. Kriegt ihn nicht runter. Kriegt er ihn runter. 10 Sekunden noch. Muss jetzt angreifen. Wieder auf die Leber. Starke Runde von Schlimmschek. Eventuell auch als 10 zu 8 zu werten, trotz keinem Niederschlag, weil es eben zwei, dreimal kurz davor war, dass der Ringrichter den Kampf komplett abbricht. Nochmal in der Wiederholung jetzt. Hier war's. Schlaghagel auf Ahmadi. Rennt weg. Ahmed hinterher. Wieder der Haken im Ziel. Das ist Boxen. Publikum lebt, Publikum ist da. Wieder schön der variable Haken im Ziel mit der Führhand.
Wieder getroffen. Jetzt bekommt das Ganze wirklich Fahrt. Wieder führend im Ziel. Steigt hoch auf die Rechtsanlage und trifft mit der linken Schlaghand. In der Rechtsauslage, mitten im Umsteigen. Klarer Treffer. Wieder der schöne Uppercut mit der Führhand. Schön ausgewichen, rübergestiegen. Flip und den Uppercut im Ziel platziert. Offener Schlagabtausch jetzt, offener Kampf. Sechste von 10 Runden. Ja, treffen muss er. Publikum ist da. Hinter Ahmed. Ja, schön im Ziel von Ahmadi. Gut ausgewichen wieder. Dreh dich weg. Ja, wieder schön die Schlaghand. Schlaghandhaken im Ziel. Führhand im Ziel. Ja, manövriert schön jetzt. Simsek macht das sehr gut. Steigt weg und klare Runde für Ahmed. Siebte Runde. Für mich jetzt eigentlich Ahmed vorne, wenn man die Punkte addiert. Natürlich der Niederschlag, aber die letzten zwei Runden waren wirklich entscheidend. Jetzt wieder hart getroffen von Ahmed und er ist wieder angeschlagen. Kriegt den jetzt runter, kriegt den runter. Klar treffen, Konzentration, nicht so wild. Und Ahmadi antwortet, er antwortet. Ahmed drückt ihn runter. Oh, jetzt wieder im Ziel Ahmadi. Schön getroffen. Offener Kampf. Wie gesagt. So, jetzt muss gut ausgewichen von Ahmed. Wieder schön getroffen von Ahmed. Aber Ahmadi bleibt da, er gibt nicht auf. Er ist immer offen für Schläge. Kein einfacher Gegner auf jeden Fall. Wieder schön Ahmed und
steckt gut ein. Ahmadi hat auf jeden Fall ein Kämpferherz. Kann man nicht sagen. Er dreht sich weg wieder. Wechselt ganze Zeit die Auslagen. Ja, rechts, links, rechts, links. Unorthodoxer Boxstil. Gar nicht einfach für Ahmadi das Ganze irgendwie einzuschätzen. Was als nächstes kommt. Kaum ablesbar bei Ahmed. Zehn Sekunden noch in der siebten Runde. Ah, der Treffer von Ahmed! Der dreht sich wieder weg! Und er steht immer noch! Er steht immer noch! Unglaublich! Achte Runde. Und es geht schon wieder weiter. Letzten drei Runden klar auf Ahmeds Seite. Teilweise sogar 10 zu 8 Runden dabei, eventuell 2, weil es wirklich klare Runden waren, wo total gute Aktionen, aber jetzt wieder die. Und er geht wieder. Kriegt dann jetzt am Boden. Das ist die Frage. Er strauchelt, er wankt. Ahmed hinterher. Er antwortet aber Ahmad. Er dreht sich wieder weg. Ahmed muss Druck aufbauen. Kampf wieder freigegeben. 40 Sekunden nach dem Gong. Und es geht schon wieder rund. Martin nicht abschreibbar, auf keinen Fall. Nimmer Qualitäten hat er. Und auch immer gut für Überraschungen. Wieder schön getroffen, manövriert hier von links, von rechts, von allen Seiten. Wunderschön. Schön weggestiegen, wirklich. Jetzt wieder Rechtsauslage, jetzt wieder Linksauslage, jetzt wieder Rechtsauslage. Parallel die ganzen.
Auslagenwechsel und wieder in den Seilen. Ende der achten Runde. Zwei haben wir noch. Ob das über die volle Laufzeit geht, bin ich mir nicht sicher. Weil Ahmadi immer weiter einsteckt, aber irgendwann wird die Energie aufgebraucht sein. Egal, ob es eine Duracell-Batterie ist. Irgendwann ist auch die leer. Aber momentan macht er sich immer noch gut. Ja, wunderschön manövriert. Weggestiegen, nachgestiegen. Der erste. Sekundanten aus dem Ring, seconds out, wir kommen zur neunten Runde, Round 9. Neunte Runde. Insgesamt 6 Minuten bestehen uns noch bevor. Beide, glaube ich, noch nie 10 Runden geboxt. Ich habe mit Ahmed vorher gesprochen, erstes Mal wirklich die 10 Runden. Das sind 30 Minuten Kampfzeit. Intensiv. Wieder die Schlaghand nachgezogen mit dem Haken. Wieder in der Rechtsauslage. Schön manövriert, schön gedeckt und die Führhand gestochen. Ahmed setzt nach, aber trifft nicht. Wieder am Körper jetzt, wieder am Körper in der Rechtsauslage. Und das ist das K.O. Meine Güte. In der Rechtsauslage mit der linken, mit dem linken Haken. Voll reingestiegen. Darauf haben wir gewartet. Unglaublich! Meine Damen und Herren, was ist da los? Was spielt sich gerade ab in dem Sofinsen? Unsere beiden Hauptsponsoren Harding Krem und Martin Passler zur Titelübergabe. Wahnsinn! Hier sieht man es nochmal. Wumm! Und das war's. Das war's. Zum Körper. Und dann in der Rechtsauslage voll durchgezogen. Wow. Wahnsinn. Was ein Kampf. Der erste Niederschlag von Ahmadi gegen Šimšek. Da habe ich kurz geglaubt, was ist jetzt los. Und jetzt der Niederschlag von Šimšek gegen Ahmadi. Unglaublicher Fight. Respekt an beide Fighter. Wahnsinn. Die Boxszene in Wien scheint zu leben, meine Damen und Herren.
Gut, dann ersuche ich unsere Hauptsponsoren von der Firma Chite Burger und Hot Dog sowie dem War's ein Abend, meine Lieben. Ich hoffe, einige von euch sind bis zum Schluss geblieben, weil es hat sich definitiv ausgezahlt. Jetzt kann keiner mehr meckern. Und da ist er, der WBL International Title. Wir warten noch auf das offizielle Urteil der Kampfrichter und Ringrichter. Sie ersuchen, obwohl der Kampf heute vorzeitig geendet hat, es waren fast eine halbe Stunde sportlich fair geführter Boxkampf. Diese beiden Athleten hier sind ein Aushängeschild für den Boxsport in Österreich. Ein Riesenapplaus für beide Athleten, meine Damen und Herren. Definitiv beide einen Riesenapplaus verdient, ja. War sein Kampf auch auf Augenhöhe. Am Anfang Niederschlag von Ahmadi, jetzt Shimshek. Sieg durch K.O. und damit neuer WBL World Boxing League International Champion. The one and only Ronnie Ahmed. Ahmed Shimshek. Überreicht von der Firma Chite Burger und Hot Dog der Gürtel. Die Romani ebenso erhält der Sieger von Hot Dog.